Etta oder Ita. Rania! Hey, Rania, it's you! Etta? I haven't seen you since you're soaking wet. Never mind that. It's so good to see you. Remember Mal's party? Her 18th, yeah. That was the last time we hung out. We didn't really hang out. You look great. I love the shorter hair. Thanks. Etta, what happened to you? You're shivering. It's nothing. My own damn fault. Was arguing with my ex and he pushed me into a sump. That's terrible. Yeah. I pushed him first. You look so slim. Your mom used to tease you, remember? Chubby cheeks. Not anymore, right? You look like a damn model. I remember. Damn, it's really you! Rania from back home. I remember the foot races on the flats. No one could beat Rania. You were always so fast. You beat all the boys. I did. Tun wir immer noch. So, I mean, how's life in the city? It's amazing, right? You Nein. Must have some cool job. Nein. You look really well. Are you making moves in the city? Nein. I pay my bills, just about. That's great, so great. And I mean, how about this station, right? Busy? It feels Nein, like there's noch nie so dort many gewesen. People we're all gonna get washed away. We should catch up, Rania. We could grab a drink. But you don't do that, right? Nein. Let me give you a ride. You don't need to. I have a hover. Come on, you can dry off inside. Okay, dann kaufen wir doch nichts mehr ein. This is amazing! You have your own hover! Not exactly. It's for my work. Where are we headed? It's so fast! How can you keep control? Das you ist in dem Fall wahr. Thanks, Etta. Are you in Midtown? Could you take me to the Mercantile District? So, how long have you been in Novalis? Just a month. Me and Bex came looking for work. Any luck? Sure, yeah. So many auditions. Bex turned out to be a real snake, though. Dumped me for this low-life drunk called Hayes. You still sing? Yeah, Hayes? But they want me to sound more like the city style, you know? They want me to sound less... ethnic. I know, right? Man, fuck them. I'm gonna make it. Ja, die Leute hier sind kein leichter Umgang. Dem kann ich zustimmen. Damn, I wish we could go for a drink together. That's more Bex's style. Fuck Bex. So you're living with the merchants? No, I just needed to grab something real quick from my man. Your man? Actually, could you grab it for me? There's a vendor, he's the cheapest in town. You'll see him when we park. I'll stay here and dry off. Just grab me some juice. Sure. Das ist nicht das, was ich erwartet hätte. Also darauf hätte ich jetzt nicht so zwingend Bock, um ehrlich zu sein. Juice kaufen. Wenn ich ehrlich bin. Aber naja, ehemalige Freunde und so. Kann man da vielleicht mal machen. Auch wenn wir wissen, dass es nicht gut für sie ist. Naja, egal. So, Handelsbezirke sagst du? Da müssten wir eigentlich da sein, genau. Joanne, wo haben wir den? Bisschen weiter vorne. Ich weiß nicht, wieso wir uns darum kümmern müssen.
Wahrscheinlich hat sie ne, sich verscherzt. Oder sie hat kein Geld mehr. Oder beides. You're good, but no Corpsec. Got it? Yay. Thanks. You folks from the East are good with me, but no sec. Okay, wir haben hier noch einen Essensverkäufer. Hey, nice to meet you, lady. What do you need? Irgendwas. Nur nicht das. Thanks for this. Nichts, was ich schon habe. Okay. So, gehen wir mal zurück zum Hover. Und da sind wir schon. I don't know what I'd do without you, Rania. I mean that. No problem. So the juice is for... I have an audition, just to shake out the cobwebs. Do you use a lot? What the fuck is that supposed to mean? I didn't mean... No, it's fine. Sorry, it's just that I'm clean now. I mean, clean of everything else. It was actually really hard for me, so I don't need any attitude. Hey, it's none of my business, as long as you're okay. So, home now? Could we have little China, just for a minute? So your hub is for work? I drive deliveries. Cool, that's really cool. Nope. It sucks, but it's all I have. You still play the flute? A little. I knew you would make it here. Bex was always talking trash about you. She said you'd never make it. I haven't made it. Nein, würde ich auch nicht sagen. You've got a place to stay, you're eating right, you're not on any... I mean, you're healthy. You got a goddamn hava. I don't know if any of us from back home can really make it here. We just have to survive it. I hated back home. Novalis is... It's amazing, Rania. Anything can happen here. If we ja, vor allem schlechte Dinge. Das passiert sehr oft. We could meet a CEO. Get a ride up to the spire. Dort waren wir schon. You too good for it or something? No judgment. You do your thing. I'd let some rich asshole take me out. Hell yeah. I'm not against some romance. My ex can go drown his sorrows or just drown. Ihr Ding. Sie kann von mir aus gerne sich von irgendeinem reichen Arschloch das Leben schön machen lassen für einen Abend. Aber länger wird das sowieso niemand von denen machen. Weil die sind nur so reich, weil sie ja sehr gut wissen, wie sie dafür sorgen können, dass es niemand etwas davon dauerhaft abbekommt. Insofern, naja. Why can't you go? Oh, I'm not allowed within 100 meters of that bar. I made a scene. Was a hell of a night. Fine. What do you need? Grab 100 limbs. My number is 4514F. Okay. Ja, wir holen wirklich nur 100. Wir sind nette Menschen. Glaube ich. Aber ganz ehrlich, wir müssen jetzt nicht irgendwelche ehemaligen Freunde, ne, das Geld wegnehmen. Auch wenn es wahrscheinlich theoretisch klüger wäre wegen, ne, Drogen. Upp, da ist noch Zeug. Nein, wir können schon nicht mehr parken. Thank you. One more place, I swear. It's the Sinwave Club. Oh, ah, no, okay. I can't go in there. Why? You make a scene there too? Yeah, kinda. Bisschen anders. That's my girl. So Little Miss Perfect gets wild sometimes too. I just can't go there. Relax. We don't need to go in. Just drop me nearby. So, you all alone here? No. You got a partner? A patron?
someone to buy you these nice clothes? No, it's just me and... And me. I am awake again. Who the hell is hiding in the back? You! Near frightened the life out of me! You're telling me, you... Ja, natürlich habe ich meinen Hund mitgebracht. Was wäre ich denn für ein Arschloch sonst? This old dog. Yep, it's me and Camus. And yeah, it's just us two. Damn, he's cute though. He used to look different. He did. I am cuter than I used to be. This is a fact. Wow, aren't you two adorable? You know, I'm really feeling so much more positive since I met you two. That is because you have taken a lot of drugs. Mm-hmm. And I'm happy to be among friends. Delivery drivers, huh? How is it, doggy? This is only my second night, but it is much better than the first. It was quieter, too. For a while. Great, that's great. Ja, eine Zeit lang. What are we getting at the club? Is it an audition? Nah, the bartender is such a sweetie. He has something for me. You said we didn't need to go inside. We don't. Don't worry. Oh, he ain't here. He said he would meet me, this fucking guy. Always letting me down. Looks like you do have to go in after all. What? No, I just told you. It is a bad place. This is a bad idea. Yeah. Hey, calm down, dog. The adults are speaking. Etta, if you don't apologize to Camus right now, we're done. I just... I'm serious. Hey, dog. Camus. I didn't mean anything by that. Rania doesn't have to do anything she doesn't feel comfortable doing. Yep. You need me to get something from this barman, and you can't go yourself, right? Yeah, it's just my coat. I left it by the bar. I'm banned. A misunderstanding. You probably don't even need to talk to anyone. Bad idea. The bouncer. Lomo? It will be fine, Camus. I'll be in and out in a second. They don't even have a bouncer tonight. Don't worry, Camus. Renia will be fine. A, nein, werden wir wahrscheinlich nicht. B, nein, werden wir wahrscheinlich nicht. C, werden wir wahrscheinlich nicht. Okay, hier gibt's auch nur knusprige Fleischsuppe. Aber wir haben wohl keine Wahl. Was man nicht alles für Freunde, die mittlerweile drogenabhängige, wie soll ich sagen, selbstgefällige, verwöhnte Gören sind? Kann ich das so sagen? Ist das zu böse? Ich weiß nicht, ob das zu böse ist. Thanks. I look forward to seeing you again. Ich hab's jetzt einfach so gesagt, aber es kann sein, dass das vielleicht ein bisschen böse ist. Aber ich mag sie nicht. Scheint aber so, als hätten sie wirklich heute keinen Türsteher. Alter, die Leute gehen hier richtig ab. Krass am Abdancen. So, wir sind natürlich hauptsächlich hier, um Sachen einzusammeln, nicht um irgendwelches Zeug für Freunde zu tun. Das ist jetzt alles unser Property. Eddas Jacke. Ah, okay. Das war gar nicht nur das, was wir gedacht haben. Wow, wirklich kein Stress. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Normalerweise ist alles, was wir tun, eigentlich garantierter Stress pur. Insofern, Glück gehabt.
In and out. What did I tell you? Never again. Yep. You're shaking, Rania. That place is really so scary for you? You really can't stand seeing people partying, having a good time, can you? God damn it, Etta. Look, I really appreciate this. I appreciate this. I really do. I owe you. You can take me home now. The cauldron. Where is it? You are searching in the pockets very hard. Is something good in them? Did the barman leave you a present? Dealing? Yeah, wahrscheinlich. You judging me again, Rania? No, but you should be honest with us. We stuck our necks out. I'm not dealing. They're for me. Also ja, du kannst auch dealen und es für dich haben. Also, du musst nicht dealen um etwas für andere Leute, ne? Etta. I don't want sympathy. That's not what I'm offering. I helped you. I want to help more. You want to help me. Or you want to tell me how to live my life. The first one. But I feel like you'll tell me it's the second. I'll just take you home. Yep, da hat wohl jemand sein Leben nicht so ganz auf die Reihe bekommen. Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass Rania es zwingend getan hat, weil wir haben eine Menge Probleme. Es gibt keine Bugs in diesem Spiel. Die Physics Engine ist komplett richtig so. was ich sagen wollte ist, ja, auch mit Ranias Leben ist vielleicht ein bisschen was messed up, aber das ist nicht so, als hätte sie eine normale Life Decisions komplett falsch getroffen. Say it. Say I'm living in a dump. Nein, ich tue das auch. Really? Our apartment is clearly much better. We're all surviving the best we can. I hope you are okay, Etta. You seem to have a lot of problems. Ain't that the truth, Kimis? I'll tell you what I'll do to help you, Rania. I won't call you, even if I really need someone. No, you can. Hear me out. The best thing I can do for you is to leave you alone. I know what I am. Maybe things will get better, but I'm a whirlwind. Everyone gets sucked in and comes out worse. Good luck, Etta. Hey, you know that birthday party? We did hang out. Maybe you don't remember. I partied too hard. The rest of my friends left me passed out on the floor. You helped me to bed. Got me a glass of water. I remember. Goodbye, Rania. Bye, Etta. Bye. Ich meine es wirklich nicht böse mit ihr. Und Rania ja auch nicht. Das haben wir ja ganz klar gemerkt. Mein Cam ist... Er weiß nicht, wann er den Mund halten muss. Das ist ein Problem vielleicht noch. Ja. Wir schauen mal, dass sie wirklich gut heimkommt vielleicht. Okay, sie ist weg. Naja. Hoffen wir, dass soweit alles okay ist oder und oder sein wird. Und würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg zu irgendeinem... Oh, hier gibt es tatsächlich nichts, was wir noch aufsammeln müssten. Und keine Nebenquests. Ich bin sehr überrascht. Aber es gibt dafür noch genug andere Bereiche, in denen wir beides noch machen müssen. Also, ja, ne? Wir wissen das Ganze. Okay, also, wir haben noch eine Menge hier zu tun. Zwar nicht mehr in diesem Stadtteil, aber ich würde ganz gerne, glaube, erstmal hier nach Uchuba. Kann sein, dass ich das übrigens nicht richtig ausspreche, aber egal.
Jetzt müssen wir schauen. Ist das da hinten das? Ich glaube schon. Ja. Okay, dann würde ich nämlich ganz gerne, wie wir das ja im Hauptspiel auch gemacht haben, jetzt nach und nach die ganzen einzelnen Stadtteile abklappern. Damit wir dort dann halt die Sachen einsammeln und die Nebenquests mit den ganzen Charakteren, wo die eben noch offen sind, dann dort auch gerade erledigen. Oh, das war knapp. Okay, ich glaube, hier haben wir noch ein bisschen mehr. Nein. Wow. Okay, also wir haben, glaube ich, wirklich einen großen Teil der Sachen erledigt mittlerweile. Old Town ist ja hier, das haben wir auch im Grunde. Beziehungsweise Sekunde, ich kann da auch gern nochmal hinfliegen. Aber eigentlich müssten wir da, glaube ich, auch fast alles haben. Wenn nicht sogar alles. Na. So. Hallo, Old Town. Oder hatten wir hier alles? Nee. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, oder? Ne, noch nicht ganz. Da oben ist noch ein bisschen Zeug mit der Kanalisation. Und dann müssen wir noch nach Waterside. Marrow waren wir eben. Das ist das, wo wir eben hergekommen sind. Also bevor wir durch das Ding nach Uchuba gegangen sind. Aber das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Wir haben schon eine ganze Menge Zeug komplett fertig. Sekunde, müssen wir hier rein? Nein. Noch ein gutes Stück weiter nach vorne. Hier müssen wir dann aber rüber und landen gerade einfach mal hier unten. Oh, das tat weh. So, wir dürfen natürlich nicht außer Acht lassen. Uns fehlen immer noch ein paar Essenssachen. Here's what I can offer you today. Kakerlakenfleischspieß, gerne doch. Thanks. I look forward to seeing you again. Ja, ich weiß noch nicht. Das hat sich nicht so super lecker angehört. Aber hey, wir müssen es ja nicht essen. Wir geben es dir irgendjemand anderem. So, wir haben hier noch einen Corpsack-Flyer. Dann will ich mal kurz auf die Map schauen. Okay, da oben ist noch was. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Theoretisch müssten wir... Okay, nein, da kommen wir ja nicht lang. Schade, das heißt, wir müssen außen rum gehen. So, ich kann auch mal schauen, wo uns das hier hinführt. Auf die andere Seite. Aber auf die andere Seite? Ja, genau. Eigentlich nicht das, was ich wollte, aber ist trotzdem okay. Hier haben wir nämlich auch nochmal einen Essensverkäufer. Welcome to my humble restaurant in the rain. What can I get you? Irgendwas. Nein, aber nicht nochmal Kakerlaken. Don't let all the rain get you down. See you again soon. Ja, mal schauen. So, wenn ich dann hier oben reingehe, müssten wir doch auf der anderen Seite oben rauskommen, also dort hinten. Das wäre perfekt, denn genau dorthin müssen wir. Ja, sieht so aus. Oh ja, stimmt, da war dieses Theater. Das Alexa Theater. Sehr schön. Genau, damit hätten wir hier dann auch alles. Und dann können wir gerade nochmal zurück zum Hover gehen.
Perfekt. Also so gut hätte ich gar nicht gerechnet damit, dass wir es hinbekommen alles. Ich hatte schon kurz so ein bisschen Panik, dass wir, wir haben ja jetzt schon ein paar andere Nebenquests und so weiter gemacht, dass wir jetzt überall ewig lange brauchen würden und dass wir bestimmt noch super, super viele Sachen in den ganzen Gebieten brauchen an Sachen, die wir noch nicht angesammelt haben. Aber so unglaublich viel ist es gar nicht. Das habe ich echt krass überschätzt. So, Waterside, da würde ich sowieso hin. Oh, was haben wir denn da oben? Ach nee, das da oben müsste dort sein, wo Sanyo war. So.